Sie sucht da wieder eine Anspielstation, findet sie da jetzt an die Strafraumgrenze, gespielt auf Johannesson. Der legt den Ball in die Mitte, Möglichkeit da für Niemitz und Tor! Und Tor! Und Tor für die Fortuna! Und es ist wieder Jona Niemitz! Also ich bin immer noch so ein bisschen überwältigt, weiß noch gar nicht, was mir so alles gerade durch den Kopf geht. Ich habe es noch gar nicht realisiert, wenn ich ehrlich bin. Aber ich genieße es auf jeden Fall. Erste Halbzeit muss man schon sagen, Magdeburg viel, viel besser gespielt. Wir sind gar nicht so ins Spiel gekommen, wir waren unsauber in unserem Passspiel, wir haben uns nicht so gut angeboten. In der zweiten Halbzeit haben wir dann unser Spiel halt gespielt, unser Spiel, was uns auszeichnet. Dann haben wir wieder Qualität auf den Platz gebracht. Und ja, am Ende des Tages haben wir uns dann dafür belohnt, dass wir uns so reingeworfen haben. Besser den Ball laufen lassen, viel mehr Bewegung. Haben wir direkt gemerkt, dass wir mehr Druck aufbauen. Magdeburg kam nicht mehr so wirklich hinten raus. Sehr viel besser als erste Halbzeit. Ich freue mich extrem für Jona. Da läuft so lange, dass er die zwei Tore gemacht hat für den Jungen. So ein 1-1 löst extrem viel aus. Man sieht, dass die ganze Bank da ist. Bei dem ersten Mal, Isaac spielt mir raus, hat mich super gesehen. Ich dachte nicht mal, dass mir den Ball reinkommt, ich bin einfach nur so mitgelaufen. Dann spielt er mir den Ball wie Rostock, eine ähnliche Szene. Und dann ziehe ich einfach ab und dann, dass er so reingeht, ist schon ein geiles Gefühl. Und dann haben wir auch nochmal gesagt, wir wollen hoch drauf bleiben, weil es sind noch ein paar Minuten. Natürlich kannst du jetzt sagen, gehen wir in die Verlängerung. Wir haben auch gemerkt, dass wir dran sind und dann wollten wir auch dran bleiben, hoch bleiben. Und dann ist er zwei Tore gemacht, das ist natürlich genial. Eine Flanke von außen, ich weiß gar nicht ganz genau von wem. Und dann rutscht er irgendwie durch und dann landet er mir vom Füßen und dann schieße ich und dann ist er auch drin und dann steht es 2-1. Das zeigt mir, dass ich auch an meine Qualitäten glauben kann. Und ich nehme da halt viel raus mit, dass ich mein Selbstbewusstsein wieder mal nach oben pushen kann und mir selber mehr auf meine Qualitäten vertrauen kann. Und ja, und die Zeit wird es zeigen. Ja! Dann ist alles geplatzt. Also ich glaube, ich habe immer noch einen Tinnitus im Ohr, also was da dann geschrien wurde. Ja, Viertelfinale! Das ist sehr besonders, nicht selbstverständlich. Geht jetzt darum, das auch zu genießen. Und dann schauen wir mal, wen wir bekommen. Aber für heute genießen, feiern. Genau.